zwar, dass Thalia und Phoenix Hagen unfassbar viele Gemeinsamkeiten haben, unfassbar viel für die Region tun und für die Gesellschaft tun. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass bei uns 2.500-3.000 Menschen regelmäßig in die Halle kommen aus allen Bevölkerungsschichten und man dann hier im Laden steht bei Thalia und sieht, wie viele Menschen hier im Café sitzen und die alle herkommen, dann sieht man, dass allein da schon der Mensch ist. Das ist ein Sammelpunkt für Leute. Und darüber hinaus gab es ganz, ganz viele gleiche Gedanken. Wir wollen für die Region was zurückgeben, wollen der Stadt was geben, wollen aber auch überregional damit die beiden Marken stärken. Thalia möchte ihren vielen Mitarbeitern was zurückgeben. Und diese ganzen Gemeinsamkeiten, diese Elemente haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, lass uns diese Partnerschaft intensivieren und einfach mehr aus dieser Partnerschaft machen. Wir haben in dem halben Jahr gesehen, dass wir einen echten Match haben an Themen. Ob das nun die Basketballfans sind, die zu uns in die Buchhandlung kommen. Ob das Dinge sind, die wir gemeinsam aufstellen. Wir haben den gleichen Spirit, wir haben die gleiche oder viele, viele Matches gehabt bei Ideen, die wir entwickelt haben. Und da haben wir einfach gesehen, dass es einfach Sinn macht für Hagen, für den Sport, aber auch für die Region und überregional über Hagen hinaus einfach Sinn macht, da die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.